Wir sind in Toledo. Endlich. Ich habe mich so auf diese Stadt gefreut, seit ich vor einigen Monaten ein altes Video bearbeitet habe, das hier spielte. Hier kann ich Batterien für meine Kamera kaufen, die in den letzten Tagen schon gestreikt hat. Toledo ist für mich ein ganz besonderer Ort. Eine der schönsten Städte Spaniens. Ja, ganz Europas. Der historische Kern der alten Königsstadt liegt auf einem Felsen in einer Flussschleife und wird von drei Seiten vom Tajo umspült. Nach 15 Tagen sind wir also am Tajo angelangt, diesem wildromantischen Fluss. Tief eingeschnitten hat er die Landschaft und dadurch den Felsen, auf dem das römische Toletum angelegt wurde, zu einem strategisch günstig gelegenen und leicht zu verteidigenden Ort gemacht. Von den Römern sind nur noch wenige Spuren erhalten geblieben. Reste von Pfeilern eines Aquädukts am Tajo und die steinernen Überreste eines Zirkus. Von anderen Kulturen dagegen gibt es noch weitaus sichtbarere Spuren. Der maurische Bogen in der Stadtbefestigung kündet davon. Aber auch die Westgoten kannten den Hufeisenbogen in ihrer Architektur. Beeilt, um Toledo zu erreichen, sind früh am Morgen aufgebrochen und relativ früh angekommen, doch ich weiß, dass ein Tag nicht reichen wird, alle Sehenswürdigkeiten dieses geschichteatmenden Ortes aufzusuchen. Wir suchen die eindrucksvolle ehemalige Synagoge Santa Maria la Blanca auf, in der jedoch Fotografierverbot herrscht, die Cathedral Primada, deren Eintrittspreise von 7 Euro uns aber leicht übertrieben vorkommen, danach die ehemalige Moschee Cristo de la Luz, die jedoch wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, und das ehemalige Franziskanerkloster San Juan de los Reyes im reich verzierten Stil der isabellinischen Spätgotik. Die ganze Zeit habe ich dabei die Melodie eines Liedes im Ohr, das ein niederländischer Freund komponiert hat. Für Menschen statt dieser Treppe, oder nicht? Das ist hässlich. Passt gar nicht. Und ist gar keiner auf die Idee gekommen. Die Strecke hinter Toledo ist anstrengend, wir laufen fast ausschließlich Landstraße, um Kilometer zu sparen. Nur die letzten Meter führen uns über Wege. Wir kommen relativ früh in Noves an, aber der für die Pilgerherberge zuständige Priester ist nicht anzutreffen. Schließlich werden wir zu Don Daniel geführt, der den Pilgern das Haus seiner verstorbenen Eltern zur Verfügung gestellt hat und uns aufschließt. Eine so liebevoll eingerichtete und saubere Herberge haben wir noch nie gesehen.
Der folgende Tag führt uns durch Escalona, wo hoch über dem Alberche-Fluss auf dem steilen Uferhang das in Ruinen liegende Castillo des Álvaro de Luna liegt. Auf den einstmals stolzen Zinnen nisten nun Störche. Azulejos zeugen von der Pilgertradition, denn in Escalona war die einzige Brücke über den Fluss weit und breit. Wir rasten hier und essen in einer kleinen Bar je ein Bocadillo con Tortilla Española zum zweiten Frühstück. Ivan wird nicht satt davon. Lieber Mann. Guck mal, schöne Keule, dicke Keule hat. Für Mittag hätte gereicht für uns zwei. Eine dicke Keule. Ich esse kein Fleisch. Das ist kein Fleisch. Das ist Emu oder Strauß. Es wird eine lange Etappe von fast 40 Kilometern. Wir kommen in Cadalso de los Vidrios gerade rechtzeitig zur Abendesse an. Die nächste Etappe ist kürzer. Nach Cebreros sind es nur 22 Kilometer. Kulturell hat die Etappe einiges zu bieten. Zunächst kommen wir an den Stieren von Guisando vorbei, eine Gruppe von 4 Granitskulpturen aus keltiberisch-römischer Zeit. Der Stierkult ist in Spanien ganz offensichtlich eine sehr lange Tradition. Danach folgen wir der Route von Isabel der Katholischen, die im nahen Kloster von Guisando einen Pakt mit ihrem Bruder Enrique IV. Schloss, der ihr die kastilische Krone einbrachte. Es wird bergiger und es ist angenehm zu wissen, dass eine spätere Königin all diese Hügel und Brücken ebenfalls überquert hat. Baby.